Hallo und herzlich willkommen zu unserer Umfrage zum Thema Europa. Welchen Beitrag leisten wir in Sachsen-Anhalt dazu, dass Europa immer enger zusammenwächst? Ja, nun, wir verhalten uns einfach in Europa so, wie Führungskräfte es machen müssen, die viel Geld haben oder viel Wirtschaftskraft haben, und versuchen, schwache Länder mitzunehmen. Griechenland ist nun mal eine Ausnahme. Das ist, ja, wie soll man sagen, die haben über die Verhältnisse gelebt und begreifen es selber nicht. Ne? Danke. Wie gestaltet sich Ihr Leben im europäischen Raum? Europa finde ich eine ganz tolle Sache, dass man so reisen kann, fahren kann, die Menschen sich begegnen können, ist doch hervorragend, oder? Was Besseres gibt es gar nicht. Ja, okay, hoffentlich wird es noch besser. Naja, ich war nie in der Partei. Okay. Ja, also da bin ich stolz drauf. Okay. Aber so wie es jetzt ist, das gefällt mir auch nicht. Wie so, ja, das Leben in Europa? Ist momentan sehr schwierig mit der ganzen Zuwanderung, dass das alles nicht so richtig geregelt ist. Ja. Das finde ich halt schwierig. Also die Immigrationspolitik quasi gesehen. Genau. Ansonsten, das ist das, was mich eigentlich so stört. Ansonsten bin ich eigentlich recht zufrieden, muss ich sagen. Ich habe Arbeit, verdiene mein Geld, ist alles, habe ein Kind, habe Familie. Also gut. Ja? Ja, warum nicht? Auch die Meinung, Europäische Union, damit völlig zufrieden mit der Politik und alles? Das wäre jetzt noch zu lang, darüber anzufangen zu diskutieren. Also. Aber sonst im Allgemeinen ist das Leben. Allgemein, okay. Welche Erinnerungen, Hoffnungen und Wünsche weckt der Gedanke daran, selbst 25 Jahre Unionsbürgerin oder Unionsbürger zu sein? Welche Erinnerung? Ja. Positive. Okay. Echt, wirklich positive. Gut, danke schön. Nicht so sehr viel, weil sich vieles auch zum Negativen entwickelt hat. Zwar alles Gute ist nie beisammen.